Ich lese Stiftung Warentest Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut-Haare bin ich angekommen bei Hühneraugen. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Das sind für Hühneraugen alles rezeptfreie Medikamente. Und im vorangegangenen Text ist schon gesagt worden, Salicylsäure steht im Mittelpunkt. Salicylsäure ist der eine Wirkstoff. Der wird als geeignet tiefgrün eingestuft. Und dann gibt es eine Wirkstoffkombination oder Wirkstoffgruppe. Das ist Salicylsäure und Milchsäure, die wird ebenfalls als geeignet eingestuft. Und ja, es werden hier verschiedene Medikamentennamen genannt. So, es geht weiter damit, dass die beiden Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt werden. Das ist zuerst Salicylsäure äußerlich und dann kommt Salicylsäure und Milchsäure äußerlich.